Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Udo. Zurück mit meinem Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind auf dem Weg, das Shadow Kingdom, das italienische Shadow Kingdom aufzuhalten. Warte. Was war das? Okay. Das sind 1000 Mann ausgehoben worden, deshalb haben wir da einen Kampf. Gut, was machen wir? Was brauchen wir? Keine Ahnung, was ich brauche. Irgendwas wollte ich jetzt machen, aber ich weiß aber nicht mehr was. Sehr ärgerlich. Ja, stimmt. Oh ja, ich wollte den Diplomaten wieder versenden. Und zwar, wo senden wir den hin? Wir versuchen da wieder mehr glückliche und zufriedene Typen zu machen. Ah, schau was an. Sachsen mag mich wieder sehr. Trier mag mich auch wieder durch den Krieg. Und Köln mag mich auch, weil ich ihnen geholfen habe. Passt. Alles ist gut. So, das heißt, wir sollten an die nächste Reform denken. 30 Prinzen für die Reform und 21 dagegen. Naja, dann fangen wir mit Lübeck an. Improve Relations. Ist okay. Okay, diese 11.000 Aragonesen. Und die 11.000 Papsttypen scheinen sich gegenseitig zu vertreiben. Hey, wir sind hier auf plus minus 0 angekommen. Finde ich gut. Wie ist das mit diesem Team, mit dieser Belagerung? 29 im Minus. So, Ferrara, come on. Okay. Wo sind eigentlich die ganzen gegnerischen Truppen hin? Na da, in Freigrafschaft sind 16.000 Mann von Savoyen. Da sind die 8.000 Mann von Ferrara. Ach, gepfeift drauf, bleibt's da. So, warte mal. Dann sagen wir doch glatt, dass das Trier erobern soll.
Ja, okay, Köln darf durch. Ich bin nicht so sein. Oh, die verdammten Ungarn haben eine Revolte nach der anderen. Sehr schrecklich. Dieses Land will ich erobern. Als nächstes. Ah ja. Holen wir uns doch glatt zurück. Sollten wir. Ist ja wurscht. Machen wir der Pfalz auch. Die mögen uns zwar nicht sonderlich, aber wer weiß. Hey, Savoyen und Spanien sind ja schon da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. So, ihr drei geht's daher, ihr 15 geht's mal daher. Sehr gut, wir sind dabei 15.000 Mann. Besonders großartig seid ihr nicht im Angreifen. Damit ist Ferrara fast aus dem Krieg. Mit etwas Pech verlieren wir da noch Schipanakeln. Können wir uns zurückziehen nach Görz? Scheinbar noch nicht. Ah! Haben wir verloren? Nein, 6 leichte Schiffe. Ich hasse euch. Ach. Wo kommen die ganzen idiotischen Schipanakeln von den Venetiern plötzlich daher? Die hatten noch vorhin gerade keine mehr da. Grrr. Ich hätte nicht draußen bleiben sollen mit meinen Schiffen. Ist okay. Auf nach Ancona. Echt jetzt? Wozu sage ich euch, dass ihr das belagern sollt und dann rennt ihr weg? Bescheuert. Gehen wir mal daher. Alles muss man selber machen. Bei Savoyen müssen wir uns auch selber drum kümmern. Offensichtlich. Fährst weiter nach Ancona. So. Dieser Dings da noch habe, frage mich hier gerade. So, was machen wir? Wir wollen möglichst viel Geld. Hey, War Reparations. Für 10 Jahre 10% of the income each month. Finde ich gut. Mehr Geld. Trade Power brauche ich eigentlich nicht wirklich. Die
Backup Claims in Austria. Was bringt mir das? Kostet mich keine Dingspunkte. So, was haben wir dann noch? Oh, das wäre super. Die Allianz mit Frankreich aufheben ist sehr gut. Das bringt uns Prestige. Okay, mit dem Papst kannst du es behalten. Na okay, wir wollen nicht gierig werden. Dann haben wir mal den ersten aus dem Krieg draußen. Als nächstes kommt Bosnien. Da. Was habe ich denn da? Ein Schipernackel noch. 6 Barken und 7 Transporter. Wow! Ja, super. Das habe ich super gemacht wieder. Na ja, gut, fahren wir wieder weg. Haben wir was verloren? Nö. Rubino hat ein bisschen was verloren, aber wir nicht. Uff. So, wie schaut das aus mit Görz? Könntet ihr mir da eine Barke bauen? Danke. Oh, wir haben doch was verloren. Na super. Gut, wir müssen uns um Savoyen kümmern. Der gehört zuerst rausgeworfen. Bevor wir... obwohl andererseits... Na, wir müssen ihn rauswerfen, sonst nimmt er nicht an, dass er unser Vasall wird. Glaube ich mal. Obwohl, wir können es mal versuchen. Ein minus 57%, naja. Wäre irgendwie nett, wenn wir diese blödsinnige Stadt endlich einnehmen würden. Nur so als Hinweis an unseren Kommandanten hier vor Ort. Okay, gut. Könnten wir das so machen einfach? Oder überfordere ich euch damit? Oh, Mailand führt gegen die Schweiz Krieg. Was zum Henker spricht dagegen, dass du Savoyen angreifst, du Depp, du?
Wo ist der Savoyaner überhaupt? Hat er es da oben, um Trier anzugreifen? Na gut. Dann kümmere dich halt darum. Ist mir auch recht. Ausbruch. Ja, was soll ich tun? Ausgezeichnet. Was? Oh, das ist aber lieb. Was die da aufführen. So, was wollen wir von euch? Wir wollen all euer Geld. Wir wollen War Reparations. Von euch wollen wir auch Transfer Power. Weil ihr seid in der Ragusa-Not und von der versuchen wir ja Geld rüber zu schippernakeln. Ob sie mit Venedig verbündet sind. Mit Mainz will ich nicht, dass sie verbündet sind. Naja, immerhin ein wenig Geld. So, wir sind Black Flagged. Das bedeutet, wir gehen am besten daher. Ha, das ist ja cool. Neapel greift Venedig an. Das ist gut. So, warte mal. Da werden wir okay, verstehe. Weil der da gerade noch drinnen ist, können wir da nicht rein. Finde ich gut. So, wer ist das? Polen möchte eine Hochzeit. Aber ja, wieso nicht? Wir sind Österreich, wir heiraten. So, können wir das? Ist irgendwie cool, wenn wir das zurückgeben könnten. Ich glaube, das war zu viel Information meinen Vasallen gegenüber. Bitte bleib einfach stehen und erober das einmal. Und dann geh weiter nach Savoyen. Nein, natürlich nicht. Ja. Na gut. Dann
Machen wir einfach was anderes. Da brauchen wir keine Dings. Wir brauchen gar keine Kriegsgründe. An und für sich reicht's, wenn wir da mal anfangen. Ansbach. Ja, wieso nicht? Mal an. Justify my war. Okay. Was heißt das? Austria gets justified demands until bla 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 bla. Giving the following effects. Unjustified demands minus 20%. Aggressive expansion impact minus 5%. Das ist gut. Das finde ich gut. So, diese 18.000. Jetzt das machen, was diese Wahnsinnigen nicht geschafft haben, nämlich darüber gehen und die Idioten angreifen. Ja, finde ich gut. Flexible Negotiation. Province War Score kostet minus 20%. Finde ich gut. Ah ja, genau, die zwei sind supi noch. Mal abgesehen davon, dass wir auch das dann kriegen schon. Cottage Industry. Okay, was ist cottage industry? Economic development is not always without conflict. It seems rich merchants in some of our burghers-dominated cities have been attempting to bypass various guild privileges by outsourcing work to the homes of families living outside the city. The fact that this putting out system has been a very profitable strategy only further inflame the artisans in the city who feel their ancient rights have been trampled and that the carefully managed prices of their products will suffer. Das ist ein System, das heute auch angewendet wird, indem man die Sachen outsourced an Indien, China und Bangladesch. The Austrian artisans now turn to the Archduke to defend their privileges as the city councils has been unable to root out competition not based in the cities. Okay, the burgher's estate loses 15 loyalty. Was? We cannot stand in the way of progress. Aber wir kriegen dafür ein Production in Ost, Base Production in Ostmark, eine Base Production in Treviso, einmal in Amsterdam und einmal in Den Haag und ein Local Unrest von plus 8, verdammt. We must safeguard the guild privileges. Die Bürger kriegen Loyalität. Ostmark gets guild privileges. Giving the following effects. Local Unrest minus 2. Und Tax Modifier plus 15%. Das ist auf die kurze Sicht auf jeden Fall die bessere Sache. Und wir sind in einem Krieg, da wollen wir sowieso keine Dings, da wollen wir sowieso möglichst nicht. Warte mal. Um
das erst wieder? 1484. 1484, okay. Da können wir die Generalship auch bis dahin lassen. Wir haben eh nur zwei Armeen. Ah, jetzt plötzlich greift es an, wo ich mit meinen Armeen komme. Ah, das wollte ich nicht. Passt. Savoyen verliert also sicherlich bald die Lust am Krieg führen. Und immer der High. Oh, wir haben auch noch die Knights drinnen. Ja, die Knights müssen wir einfach ignorieren. Dagegen können wir jetzt nichts machen. Das ist ein Level 1 vor sogar nur. Vielleicht will ich doch einen neuen General. Sind die ich sollte da zumindest ein paar Truppen hinschicken. Absolut wahnwitzigen Fall, dass die da weggehen, wobei das können sie glaube ich eh nicht, wegen der Schippernakeln. Die verhindern da irgendwie, dass die da weggehen. Wir bleiben da auf jeden Fall stehen, bis das endlich erobert ist, dieses Gebiet. Schau dir was an. Was ihr alles macht, wenn der Tag lang ist. Ihr kümmert euch sogar um die Belagerungen, die man euch sagt, dass ihr tun sollt. Ripes growing more accepted. What is the difference between an honest man and a fool? The fool doesn't know he is being swindled. So goes an increasingly common saying in Austria. The spirit of which is proven through a more sinister change in the social fabric. Bribes are beginning to be seen as a natural consequence of the market.
It's still just the same. Okay, na super. Try the bribes. Die kosten mich Unmengen an Kohle. Boah, 12. Kostet mich Root Out Corruption. Bist du irre? Oh mein, das muss ich irgendwie ändern. Das kostet zu viel. Das kann man nicht leisten. Das kann ich mir gleich leisten. Noch irgendwie. Hey, wir sind auf 0% runter. Was ein Wall Breach alles macht. Tja. Nein, Croatian Separatists, sind sie wahnsinnig? Ah, ich muss diesen Krieg schnell beenden. Ich hoffe, Neapel nimmt Venedig bald ein. Okay, gut. Herrschaften, an dieser Stelle machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich dann morgen wieder. Bis dann.